Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Moment, ich muss gerade was gucken in meine Lenkgrundlage hier. Es ist Montagmorgen, der 17. oder so, ich habe keine Ahnung, 18. Das 17. haben wir genau. Wochenende war Rasenmäherrennen, war sehr schön, aber auch arbeitsreich. Ist immer eine Gaudi, macht Spaß. Geselliges Beisammensein. Es war auch ein, ich vermute, es waren ein paar. Es waren gestern Nachmittag bei mir. Sorry, ich war leider etwas im Stress. Waren auf jeden Fall bei mir und haben sich bedankt für meine Arbeit, also für die Videos, die ich halt mache. Hat mich riesig gefreut, wirklich. Wie gesagt, ich war leider im Stress. Entschuldigung, dass ich euch beiden nicht mal was zu trinken angeboten habe. Das, ja, tut mir jetzt im Nachhinein etwas leid. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr gestern da wart, mich begrüßt habt, quasi mich angesprochen habt. Freut mich riesig. Vielen Dank. Meinem Tagesgeschäft heute, ich fahre, ich habe gerade umgesattelt, ich habe den Vierachser drauf, Mautgerät umgestellt, jawohl, ist ja gut. Fahre rüber nach Bechtheim, da steht der 934, den lade ich und der geht nach Armsheim, wenn ich das richtig verstanden habe, aber da muss ich nochmal anrufen. Das weiß ich schon mal, was dann gibt, weiß ich noch gar nicht. Aber das wird wieder gut, einen guten halben Tag dauern, denke ich. Ach, bin ich gespannt auch.
Kollege steht noch drin. Von den Weinreben gespannt. Reise.
Jetzt hin soll. Es gibt einmal Armsheim und es gibt einmal Alsheim. Armsheim ist Erdbau, Alsheim ist Rückbau. Keine Ahnung. Wir werden gucken, dass wir jetzt erstmal rausfahren. Ich habe hier den Gang, den ich brauche. Dixie Weg! Gut! Diese Fahrhöhe einstellen.
reingefahren bin. Haben die Baustelle gefunden. Aber eigentlich, also ich finde, der Bagger ist mehr als eine Nummer zu groß. Gib da mal ein bisschen Gas da. Der Bagger ist mehr als eine Nummer zu groß, glaube ich. Ich fahre jetzt rüber, weil er war ins Hospital. Also was im Geschalte habt ihr das? Hat man das gehört eben? Das ist wirklich einmal zu Tode geschaltet. Egal, ich fahre jetzt, weil er war ins Hospital, da hatte unser Brecher. Ich hoffe, der ist sauber. Wenn man dort war, sah der aus wie unter alle, ja, genau. Und der geht rüber nach Lammstein. Weil ich auch den Brecher aufbauen müssen. Gehe ich mal stark davon aus. Schauen wir mal. Diese Woche muss der 94, der geht nach, der ist verkauft, also der geht rüber nach Landstuhl. Dann der 956. Muss gefahren werden, hoppla, ach sorry. Der muss gefahren werden, der soll an diese Soda-Brücke. Unser Cut 336, der wird fertig. Der KMC muss wahrscheinlich getauscht werden, also auch alt gegen neu, beziehungsweise neu gegen alt. Baustelle. Gehen wir ins Hochheim runter. Ich muss ein Bagger runter nach Mainz. Ach, wie heißt es? Kastell? Das geht immer noch da hoch. Das gibt es doch gar nicht. Also zu fahren haben wir diese Woche. Ja, gleich 12 Uhr, bin in Weiterbach. Der Brecher ist noch nicht immer zusammengebaut. Ne? Der Brecher ist, und wenn ich das richtig sehe, guckt da oben noch Material raus.
weiter hin. Wahrscheinlich wartet der Kollege schon den ganzen Tag auf mich. Ne? Gehen wir mal aus davon. Mal davon aus, dass ich den noch aufbauen muss, soll. So, 10 vor 5 haben wir es. Das ist jedes Mal Arbeit. Löcher hier aufbaue und ich hoffe, dass ich hier rauskomme. Ich hoffe, dass ich hier rauskomme. Ich sehe immer von rechts zum Auto kommen. Ne? Nach Winterbach.
wird sich so weitern. Aber nee, das ist hier bei uns in der Kante. Und hol den Cut 336. Er geht runter nach Meisenheim. Dann fahre ich nach Bad Goldsdach in die Diakonie. Und dort lade ich den 946. Der geht auf den Drehenthaler Hof. Der muss eine alte Kläranlage, reißt der weg. Mal schauen mit dem Cut, bis ich in Meisenheim bin, ist bestimmt, jetzt haben wir kurz vor 6:30, bestimmt 11 Uhr sein. Baggerladen, gucken was es noch gibt. Vielleicht fahre ich danach noch nach Abendsheim und hole den 934, den ich gestern Morgen gefahren habe. Schauen wir mal. So, die Kamera starten dahinter. Bis gleich. Machen wir kurz nach vorne. Das heißt kurz. Eine Gewaltmarsch. Könnte gehen. Ich versuch's jetzt einfach. Da ist noch ein Stück Wiese nebendran. Ich versuch's, ob ich da drehen kann. Lang dafür. Das ist ein schöner Wendeplatz, ein schöner Buswendeplatz. Wie gesagt, glaube ich, bin fast zu lang dafür. Das sollte reichen. Ich stoße jetzt hier rückwärts hoch und hier vorwärts hoch. Das sollte reichen. Ja, das geht, glaube ich, besser.
Valley, ey. Ein Stück weiter rüber. Ich kann mit dem Auto besser vorbeikommen. Thank you.
Bagger euch. Hallo. Na? Soll ich denn mal Bagger vor und da hinten? Der, wo der Kindergarten schafft, fährt das Auto weg. Dann haut das hin, oder? Ja, das wäre super. Das wäre saugut. Ja, jetzt ruft er nochmal raus. Danke. Dankeschön! Dankeschön nochmal an den Kollegen von der Firma Stab. Da hat den Bagger ein Stück vorgefahren. Der wusste auch, wenn das weiße Auto gehört. Aber ohne das wäre ich nicht rausgekommen. Gedreht.